Dieses Anwesen thront seit über 900 Jahren über dem Kochertal bei Künzelsau, eine Burg aus der Stauferzeit. Es ist die Stammburg der Freiherren von Stetten. Franziska von Stetten leitet den elterlichen Betrieb, den sie von ihrem Vater Wolfgang und dessen Frau Silvia übernommen hat. Ihre beiden Brüder sind mal wieder unterwegs, in Berlin und im Libanon. Schloss Stetten ist eine Seniorenresidenz oder besser ein Seniorendorf. Hier leben heute über 300 Menschen und werden von Franziska und ihrem Team liebevoll betreut. Die Eltern haben die Residenz vor über 30 Jahren gegründet, auf der Suche nach einer Möglichkeit, Burg und Anwesen zu beleben und vor allem zu erhalten. Seitdem richten Wolfgang und Silvia von Stetten einmal im Monat in ihrem Wohnzimmer für alle Geburtstagskinder unter den Senioren ein festliches Dinner aus. Die Tischkarten werden traditionell vom Hausherrn verteilt. Das ist zunächst mal nach der Anciennität. Hier oben sitzen die 90-Jährigen drüber und wenn einer gerade Geburtstag hatte. Der Ottweiler ist auch nur erst 89 geworden, aber er hat gestern Geburtstag gehabt. Deswegen sitzt er hier und so mischt sich das dann auf. Immer ein Problem der Sitzordnung, denn der eine sagt, warum sitze ich da und warum sitze ich nicht dort und der da. Aber es ist die Glückssache, wenn man Einladung macht. Wen lädt man ein, wen lädt man nicht ein. Ne? Und wie spricht man den Seniorchef an? Naja, also hier in Schloss Stetten bin ich der Baron. Ansonsten bin ich halt der Professor, der Doktor oder der Herr von Stetten, das ist dann völlig egal. Aber hier werde ich so landläufig eben, das ist der Baron. Ne? Das ist Franziska. Nein, und ja, das da, in der Mitte? Richard. Nein. Richard war ganz blond. Und da hinten ist und der... Und das ist Christian. Ja. Ach, wie süß. Ja. Ja. Also, es ist, also die Kinder sind nicht so ganz echt. Franziska hatte zum Beispiel noch nie so ein Kleidchen angehabt. Das hat der Maler gemacht. Unsere Kinder haben die ganze Entwicklung und alles miterlebt und vielleicht sind sie auch deswegen ziemlich stark an Schloss Stetten gebunden, nicht? Die Jubilare werden alle persönlich begrüßt und bekommen einen Aperitif gereicht. Die Atmosphäre ist sehr familiär und ungezwungen. Dann wächst irgendwie unbewusst, glaube ich, einfach auch eine Verantwortung, um das zu sagen, jetzt haben unsere Eltern, die haben Unglaubliches geleistet, aus einer maroden Burganlage nach dem Weltkrieg diese Burg so zu erhalten und so aufzubauen. Und das ist eine Leistung, die kann man einfach nicht mehr, das kann man nicht genug würdigen, was die geleistet haben. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag Gottes Willen, zum Geburtstag viel Glück. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Geburtstag und auf ein langes Leben. Das ist ein langes Leben. Thank you.
Auf Schloss Stetten gibt es immer viel zu tun. Auch für die rüstigen Senioren, die noch Spaß an Aktivität haben. Es ist Herbst und die Apfelernte steht an. Guten Morgen. Ja. Herzlich willkommen zur Apfelernte. Also erstmal zusammenkommen bitte und erstmal wie immer unsere... Gut, also wir machen heute auch nicht so lang und einfach dann bis um 11:30 ungefähr. Und dann werden wir jetzt erstmal ganz normal sammeln, wie immer. Dann machen wir nachher aber noch einen Baum, wo wir runterpflücken als Eisäpfel. Die anderen gehen zum Mosten und dann machen wir noch Eisäpfel. Na wunderbar. Ja, also auf geht's los. Die Apfelernte ist keine Beschäftigungstherapie. Der hauseigene Apfelsaft schmeckt hervorragend. Franziska von Stetten legt gern selbst mit Hand an, wenn es ihr Zeitplan erlaubt. Toll, wie dir das macht. Neben der mittelalterlichen Burg steht das Barockschloss, erbaut vor knapp 300 Jahren. Derzeit eine große Baustelle. Christian von Stetten, erfolgreicher Jungunternehmer und seit 16 Jahren Mitglied des Bundestages, klärt telefonisch ein paar wichtige europapolitische Fragen. Nebenbei werkelt er an der Renovierung mit. Na gut, erbaut wurde das Haus genau vor 300 Jahren jetzt hier. Und, deswegen bin ich auch lieber selber dabei, weil nicht, dass sowas nachher wegkommt. Und deswegen muss man jetzt einfach schauen, das ist immer spannend, was nachher drunter vorkommt. Weil ursprünglich war da mal dieser Holzboden drauf auf diesen ganzen Planken und ist eben jetzt das Schöne auch zum Vorschein gekommen. Das Barockschloss ist viele Jahre nicht im Besitz der Familie und droht zu verfallen. 2016 kann Christian von Stetten es zurückkaufen. Und seitdem investiert er viel Arbeit, Geld und Herzblut in die Renovierung des Schmuckstückes. Der Turm ist noch nicht renoviert. Aber man ahnt, wie es im gesamten Haus noch vor 2 Jahren ausgesehen hat. Hier kann einmal eine schöne Terrasse entstehen. Und wer weiß, vielleicht zieht dann Franziska in den Turm. Aber da ist sie sich noch nicht sicher. Bei den von Stettens gehört Dachdecken quasi zum Alltag. Auf der Burg gibt es immer etwas zu erneuern oder zu reparieren.
Jeder Zimmermann hat keine Höhenangst und ist eben dort. Und vielleicht wäre ich auch ein guter Zimmermann geworden, hat sich dann eben anders entwickelt. Aber mir macht Spaß, auf den Baustellen mitzuarbeiten. Und ich brauche das auch, zumindest einmal in der Woche einen Tag körperlich auch hart arbeiten. Wenn wir Gäste haben aus den USA, die sind ganz begeistert, wenn sie noch wissen, wo ihr Großvater herkommt. Und wenn man dann das Glück hat, dass über 30 Generationen alle Unterlagen aufbewahrt worden sind, man also genau weiß, was wurde damals gemacht, wie hart war es auch vielleicht eine solche Anlage damals aufzubauen, wo man noch nicht die technischen Möglichkeiten hat, das gibt Respekt vor denen, die es damals gemacht haben und auch denen, die vielleicht in schwierigen Zeiten das aufrechterhalten haben. Wir haben ja momentan Möglichkeiten, weil die Wirtschaft gut läuft, weil wir gute Berufe haben, weil wir dementsprechend auch Geld verdienen, das so umzusetzen, wie wir es uns vorstellen. Aber es gab sicherlich auch Generationen, die haben hier gefroren. Und wenn man den Respekt vor denen hat, die das damals aufgebaut haben, dann ist es auch eine Art Verpflichtung, das in die nächste Generation weiterzugeben. Schaffe ist ein Geschäft. Und man muss arbeiten, um vorwärts zu kommen. Man kann sich nicht zurücklehnen und einfach nur tun, jetzt bin ich von Beruf Sohn. Unsere Kinder waren nie von Beruf Sohn oder Tochter. Die haben immer mitmachen müssen und haben auch mitgemacht und ich behaupte auch gern mitgemacht, mit kleinen Ausnahmen, ist keine Frage. Aber das war eine Selbstverständlichkeit, dass man zusammen was macht. Und es gehörte uns zusammen. Franziska von Stetten bei ihrem täglichen Fitnessprogramm. Es gibt nur wenige Momente am Tag, wo sie ganz für sich allein sein kann. Sie hat auch eine Wohnung in Bad Mergentheim und lebt dort zusammen mit ihrem Mann. Sie braucht manchmal den Abstand zum Schloss, sagt sie. Als Teenager, also zumindest was bei mir, ich kann es nicht für alle sprechen, aber zumindest man will halt normal sein und man will einfach dann alles erleben, was die anderen auch erleben. Und es ist halt natürlich nicht toll, wenn dann, wenn man was macht, was dann die anderen nicht toll finden und sagt dann, ja, ist halt, weil du adlig bist oder das ist, weil du halt von der Burg kommst oder das ist, weil dein Vater in der Politik ist oder. Man wird dann manchmal gar nicht wahrgenommen, das bin ich als Person, sondern es wird immer suggeriert auf die Familie und auch dann, was weiß ich, die politische Einstellung eines Vaters, die ist ja dann bekannt, also hat diese Tochter dann auch diese Einstellung und obwohl ich vielleicht eine ganz andere Einstellung habe. Franziska von Stetten ist nicht nur Geschäftsführerin von Schloss Stetten, sie leitet auch andere Altersresidenzen der Familie in Bad Mergentheim und Künzelsau. Lange und volle Arbeitstage sind bei ihr die Regel, so wie bei allen Mitgliedern der Familie. Hallo, haben Sie mitgekriegt, dass am Freitag ein Beiratssitzung ist? Ach Quatsch, Residenzberatssitzung? Hier. Erst Karriere in einem großen internationalen Konzern, dann die Rückkehr auf das Schloss in Hohenlohe. Wie lange dauert es denn mit Rolls? Länger? Ich denke, das ist in jedem Familienbetrieb dasselbe. Also wenn man einen Familienbetrieb hat, dann isst man das mit Haut und Haar. Und dann geht es, der eine hat ein Produkt, das er verkauft und das liebt und verinnerlicht und das dann entsprechend gut verkaufen kann und gut vermarkten kann. Und der andere, wie wir haben mit Menschen zu tun. Und wir lieben unsere Bewohner, wir lieben unsere Menschen, mit denen wir zusammen leben. Und dafür gehen wir auch drüber hinaus. Hallo Frau Friedrich! Hallo! Na, Frau Friedrich! Ja? Ich bin's, die Franziska, Frau Friedrich. Ah! Na? Franziska, ich gehe jetzt zum Singen. Ja, das dauert noch ein bisschen, Frau Friedrich. Ja? Ja, ist gerade erst Mittag rum. Ne? Ja, ich weiß. Ja. Fußpflege, Essen. Singen. Immer was zu tun. Immer. Gell? Verfahren Sie sich nicht, weil Ihre Augen schlecht sind. Gell? Ganz schlecht sind die, ja. Es geht. War es schön im Urlaub? Es war schön im Urlaub, Frau Friedrich. Ja. Gell? War wunderschön. Dankeschön. Danke, Herr Götz, freue mich auch, dass ich wieder da bin. Prost zu Hause. Das mache ich, Frau Friedrich. Gell? Ja. Das mache ich. So, jetzt kommen Sie durch. Gerne. Einmal Sie, Herr Götz.
Ich freue mich auch. Danke Ihnen. Es freut mich, dass Sie wieder da sind. Ja? Und ich bin wieder. Ja. Okay. Gehen Sie durch, dann komme ich hinterher, gell? Okay? Hm? Nur langsam. Ja. Hallo, Frau Ehring. Danke. Haben wir noch jemand hinten? Nee. Alle schon weg? Ja. Okay. Gut, prima. Gut. Hallo, Angela. Dass sie mal nach Schlossstetten kommt, das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Wie sie nämlich im Studium war, war sie schon so auch gerne unterwegs in der Welt. War aber so, dass irgendwann mal meinem Vater das nicht so gut ging. Und dann, ja, dann war das irgendwie plötzlich dann, ich gehe sofort nach Schlossstetten. Das war so, und helf ihm. Und das war sehr stark und Gott sei Dank ging es ihnen dann wieder auch besser. Aber natürlich wird respektiert, dass sie hier als Person diesen Betrieb managt und dass sie hierher gekommen ist und ihre Weltkarriere in Anführungszeichen, die sie hatte, sein gelassen hat. Und das wird auch respektiert und gesehen, aber ansonsten ist sie jetzt hier voll integriert und geht voll auf im Geschäft. Das ja, ist eine Entscheidung, die natürlich eine Lebensentscheidung ist. Es ist nicht nur einfach, dass ich eine Firma wechsle und Job wechsle, die ich dann einfach irgendwann mal wieder wechseln kann, sondern es ist eine Lebensentscheidung. Die Kindheit auf Schlossstetten. Fast wie im Bilderbuch. Daher rührt die starke Verbundenheit der drei Geschwister. Das haben sie bis heute gemeinsam. Die kleine Franziska bei ihrem ersten gemeinsamen Ausritt mit ihrem Vater. Ich erzähle gerne, wie meine Tochter ihre pubertären Zeiten hatte. Dann wollte sie nicht, dass sie mit dem dicken Auto vors Tanzlokal gefahren wird. Da habe ich gesagt, entweder fährst du mit mir hin oder nicht. Wirst du dich dann nicht genieren, dass ich ein dickes Auto habe. Ne? Aber da gab es für mich keine Diskussion. Wir sind zu Fuß gelaufen. Also, da habe ich nicht lang diskutiert. Bei uns ist die Pubertät ausgefallen bei den Kindern. Und das gab es gar nicht. Ne? Wolfgang von Stettens Vater ist im Krieg gefallen. Seine Mutter muss ihn und seine drei Schwestern alleine durchbringen. Diese Zeit hat ihn geprägt. Er ist der einzige von Stetten seiner Generation, der das 900 Jahre alte Familienerbe fortführen will. Vor allem den Erhalt der Burg hat er sich seither zur Lebensaufgabe gemacht. Die Burg verteidigen, koste es, was es wolle. So haben es auch schon seine Vorfahren gemacht und sich dabei mit einigen anderen Adelsgeschlechtern mächtig gestritten und dabei auch mal blutig geschlagen. Wolfgang von Stetten liebt es, Feste zu feiern. Diesmal sollen Franziskas Geburtstag und ihre Rückkehr von einem vierwöchigen Urlaub in Australien mit allen Residenzbewohnern gefeiert werden. Wolfgang von Stettens Zwillingsschwester ist auch mit dabei. Oh ja, ganz verrückt wieder. Wer kommt da nicht mehr? Es ist Franziskas erster Tag nach ihrer Rückkehr aus Australien. Ich würde jetzt meiner Sprache sagen, in Englisch, auch gedeutscht, geflasht. Ja, es ist total schön. Es ist jetzt natürlich ein Zufall, dass ich Geburtstag habe und für meine Reise natürlich zurückkomme, wobei, dass mein Mann und mein Vater natürlich so geplant hatten, dass ich über meinen Geburtstag noch hinweg dann verreist bin und deswegen ist das, dass Sie jetzt heute hier sind. Mein Papa hat Sie heute eingeladen. Ich bin total überrascht und freue mich sehr. Die Unterhalterqualitäten des Vaters hat die Tochter ganz offensichtlich von ihm geerbt. Also Australien, Sie wissen alle, wer war schon in Australien? Hand hoch!
Ah, doch, ein paar waren schon da. Alle wissen, es ist ein Riesenland. Ja, also das alles in ganz Europa, das passt alles nach Europa. Ja, also so groß ist es, muss man sich vorstellen, da unten ist Spanien, unten die Südküste von Spanien. Und die Bewohner danken es ihr. Die Reihe der Gratulanten ist ziemlich lange. Ja, es gibt schon viele Dinge, wo wir aneinander geraten sind und ich dann schon innerlich schon rebellisch war. Aber wenn es dann drauf ankam, dann gab es dann kein Rebellsein. Dann musste man da sein. Und also das war dann schon, andere wären vielleicht dann nicht da gewesen, wenn jetzt nicht diese Liebe, die meine Eltern uns ausgestrahlt hätten, so stark gewesen wäre und dieses Verpflichtungsgefühl, wenn die Veranstaltung da ist, du kannst motzen vorher so viel du willst, aber wenn die da ist, dann musst du lächeln, dann musst du da sein, dann musst du arbeiten. Da geht es jetzt darum, dass diese Stunden überbrückt werden und dann sind wir auch da gewesen. Ich freue mich, dich zu sehen, liebe Christine. Der junge Christian von Stetten als Schauspieler in einem Stück der Burgfestspiele auf Schloss Stetten. Na, die Hausfrau sucht dich. Ich glaube, sie ist in der Küche. Franziska und Christian haben schon früh als Schauspieler mitgewirkt. Bis heute finden die Festspiele im Burggraben statt. Die Stücke handeln meistens von den Fehden der regionalen Herrschaftshäuser im Mittelalter. Autor ist häufig Wolfgang von Stetten. Das Reisen ist die große Leidenschaft von Franziska und ihrem Mann Michael. Bevor sie vor 10 Jahren die Leitung der Altersresidenzen übernommen hat, sind sie zusammen ein ganzes Jahr lang um die Welt gereist. Als sie wieder zurückkam, blieb ihr nicht viel Zeit zum Eingewöhnen. 1. April bin ich gelandet, 31. März bin ich gelandet und ich glaube am 4. April oder 5. April, einfach nicht einmal eine Woche später, hatte mein Vater schon einen Notartermin festgesetzt, wo ich Geschäftsführerin werde. Bumm. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich hatte erst gedacht, ich bin jetzt erst nochmal Assistentin der Geschäftsführung und lerne mich da erstmal ein. Und diesen Berg an Dingen, die ich erlernen muss, habe ich dann nach und nach dann auch die Zeit, mich da reinzuarbeiten und dann nicht gleich die komplette Verantwortung auch schriftlich zu haben. Und das war dann schon plötzlich war ich Geschäftsführerin. Ich kam da in ein System rein, was über viele Jahre gewesen ist und funktionierte. Und plötzlich kam ich und habe Fragen gestellt. Und meine Lieblingsfrage war immer, warum ist das so? Und dann langes Schweigen, weil es schon immer so gewesen ist. Ich muss lernen, zuzuhören manchmal. Denn bei mir war One Man, One Vote, One Decision. Und nun muss es Teamwork geben. Das ist für mich in meinem Alter nicht so einfach. Christian von Stetten, der älteste Sohn, hat viel von seinem Vater übernommen. Unter anderem ist er in seine politischen Fußstapfen getreten. Als er vor 16 Jahren das Mandat erhielt, war er einer der jüngsten CDU-Abgeordneten. Seitdem ist er als Mitglied des Bundestages in Berlin und fester Bestandteil des konservativen und wirtschaftsliberalen Flügels der CDU-Fraktion. Auch hier folgt er ganz der inhaltlichen Linie seines Vaters. Er hat schon mit 3 Jahren Fähnchen für Jenninger verteilt. Es war ganz klar, der geht in die Politik. Der war der jüngste Gemeinderat hier. Es war der jüngste Kreisrat einer jungen Abgeordneten. Ich habe mich viel länger gebraucht als er. Aber ich weiß, dass für ein schwieriges Geschäft ist. Und vor allen Dingen, man kann natürlich auch, wenn man hochsteigt, sehr schnell fallen. Gucken Sie die vielen Politiker an, die über Kleinigkeiten gestolpert sind. Und wenn man dann das Leben ausgerichtet hat auf die Politik und nur Politiker ist, dann ist das falsch. Und deswegen habe ich Wert darauf gelegt, dass er einen Beruf hat, Studium gemacht hat. Da habe ich natürlich schon drauf gedrückt, weil man muss einen Hintergrund haben. Die Tradition der Eltern wird von den Kindern nahtlos weitergeführt.
Die Tochter leitet die Residenz, wie es früher schon ihre Mutter getan hat. Und der älteste Sohn ist, wie schon der Vater, unter der Woche als Politiker in Berlin und kümmert sich um die Finanzen. Die Kinder sind genauso umtriebig, ideenreich und fleißig wie ihre Eltern. Und sie sind stolz darauf. Franziska von Stetten ist immer auf dem neuesten Stand. Ihr entgeht fast nichts, auch was das Befinden der Bewohner betrifft. Ja, darf ich fragen, wie heißt sie? 38? Fast, Herr Jungklausen, 42. Oh. Ja. Man wird älter. Ja, ne? Ja, so alt wie Sie mit 98, ne? Nee, 99. Ich wär 100. Ja. Nächstes Jahr. So Gott will. Ja, ne? Ich würde so gerne. Ja, da macht man ein großes Fest, Herr Jungklausen. Sie wären auch der erste Mann bei uns, der 100 wird, Herr Jungklausen, ne? Ja. War vorher noch keiner geschafft. Frau Güsch, die ist ja 100. Die Familie ist nicht nur mit den Bewohnern eng verbunden. Auch einige Angestellte sind schon viele Jahre auf Schloss Stetten. Ein willkommener Anlass, den langjährigen Mitarbeitern ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Also ich freue mich einfach, dass alle sich so freuen. Ja, also das war auch schon im Vorfeld, wo wir das dann verkündet hatten, als am 35-jährigen Jubiläum hatten wir ein Sommerfest und dann haben wir das verkündet dann als besonderes Geschenk, weil das war wirklich was Außergewöhnliches, was halt noch nie einer hatte. Die kennen schon Stetten von unten, von oben, von rechts, nee, von oben noch nicht, aber von allen möglichen Seiten und jetzt halt von oben. Und es gab halt einen riesen Jubel, als wir das dann verkündet hatten und dann haben sich alle sehr drauf gefreut und jetzt ist es soweit. Klar, auch der Baron und seine Tochter nutzen die Gelegenheit, das Anwesen mal wieder von oben zu begutachten. Franziska braucht dringend neue Fotos für die Webseite. Unser Barockschloss jetzt mit dem neu renovierten Dach und außenrum, das ist einfach jetzt toll. Jetzt musst du es nicht mehr verstecken, Papa. Danke, verstecken doch. Jetzt sieht es schön aus. Schloss Stetten im Kochertal hat schon über 900 Jahre auf dem Buckel. Und Angst vor der Zukunft, das gehört nicht zum Wortschatz der Familie.